Schiedsrichter. 32 Jahre für den Preußen Espelkamp an der Pfeife aktiv. 40 Spiele haben wir im Turnier schon rumbekommen. Es sind nur noch 8. Es ist Wahnsinn, wie schnell der Freeway Cup auf seine Zielgerade einbiegt. Und jetzt starten wir mit dem ersten Viertelfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger Sportverein. Zwei der erfolgreichsten Freeway Cup Mannschaften überhaupt treffen wir aufeinander. Dreimal stand der HSV im Endspiel, zweimal konnten sie gewinnen. Viermal standen die Stuttgarter im Endspiel, dreimal konnten sie gewinnen. Mit einem Erfolg würden sie gleichziehen mit dem Rekordsieger Hertha BSC Berlin. Sind sehr gespannt, was die nächste Viertelstunde hier für uns parat hält. Aufbau der Hamburger. Bennett Wittig legt hier den Ball zurück auf den Keeper der Hamburger. Das ist Tevin Freudenberg. Wittig wieder. Das körperliche Duell und dann gibt es Freistoß. Nach Foul am Felix Paschke. Dem körperlich gesehen kleinsten Hamburger. Felix Paschke. Ball geblockt. Ungemeines Anspiel, aber gut gelöst Fußball. Wenn es jetzt schnell geht, da ist eine Menge Platz da. Abschluss von Ilion Mamuti vom VfB Stuttgart. Da haben wir Mamuti wieder. Bleibt hier auf dem Bein, lässt sich nicht fallen und schießt das Tor. Wird belohnt dafür. Der hätte durchaus mal zu Boden gehen können, Ilion Mamuti. Aber nein, bleibt stehen und trifft ins kurze Eck für den VfB. Hier sehen wir noch, wie die Kugel einschlägt. Wunderbar verladen, aber Freudenberg noch dran, aber keine Chance aus der kurzen Distanz. 1-0 für die Stuttgarter. Die im kompletten Turnierverlauf noch ungeschlagen sind. Anders als die Hamburger. Also geht man rein nach den Turnierergebnissen. Die Stuttgarter hier auch favorisiert. So, nächster Angriff für die Stuttgarter. Überzahlspiel. Oh, das war schlampig gemacht. Schlampig gemacht von Niklas Voll. War eine 2-1-Situation. Hier sehen wir es nochmal. Den muss er nur rüberlegen und spielt ihn hoch und den Lauf. Da merkt er bei der Ballabgabe schon, wie er sich da ärgert. Was für ein Murks er da gemacht hat. Das war die Riesenmöglichkeit zum 2-0. Der Abschlussversuch.
sicherlich das Spiel erstmal ausgelegt auf Fehlervermeidung. Keine unnötigen Gegentore. Jetzt die nächste Möglichkeit. Schussversuch, klasse gehalten. Und der Abpraller kann noch nicht sofort vollendet werden. Nächster Schussversuch von Babis Charalampos Drakas. Ja, hier zu sehen, mit der auffälligste VfB-Spieler. Dürfte auch bei den Topscorern vorne dabei sein, vom Gefühl her. Ihr könnt es nachgucken, freebreakup.de, ab in den Livescore. Da seht ihr auch die Topscorer für das diesjährige Turnier. Wird live gepflegt, also seid immer aktuell dabei. Oh, da hat es einmal Reinhard erwischt. Volle Kanne. Was er hat, aber steht wieder. Und er hebt den Daumen. Sehen wir jetzt nochmal den Abschluss. Oh, voll auf die 12. Aber ein harter Innenverteidiger. Den haut das nicht so schnell um. Der schüttelt sich gleich einmal und dann hat er das auch überstanden. Man lebt gefährlich in so einer Halle. Beide Vereine mit einer großen Freeway Cup Vergangenheit. 17 Teilnahmen stehen für beide zu Buche. Wir haben richtig prominente Namen. VfB Stuttgart 2003, Andreas Beck war hier. Serge Gnabry 2010. Loris Karius war hier 2009 für die Stuttgarter. Joshua Kimmich, Jeremy Toljan, Sven Ulreich, Bernd Leno und 2011 zuletzt Timo Werner. Also das ist schon eine Hall of Fame. Die kann sie sehen lassen. Die Stuttgarter sicherlich mit den meisten Granaten, mit den meisten Topspielern, die hier waren. Die Hamburger Liste kann sie sehen lassen. Jan-Fieter Arp 2016 zuletzt. Alex Meyer, Skloran, Mustafi, Levin Öztunali 2011, Jonathan Tah 2012. Also auch hier einige Topspieler auf der Platte gewesen für die Hanseaten. Oh, da stand Eugen Fritz etwas im Weg, sollte da über die Bande gehen, der Weg. Das war ein Foulspiel. Nächste große Chance, nochmal der Abschlussversuch. Stuttgarter kriegen gerade den Deckel nicht drauf. Und dieses Mal Dimitri Mohr hier eben mit der großen Möglichkeit. Also Stuttgart, die bessere Mannschaft im bisherigen Spielverlauf. Hamburg jetzt am Ball. Freudenberg. Tiefer Ball. Jetzt das Umschaltspiel der Stuttgarter. Gute Parade von Freudenberg wieder. Das Duell in der Ecke. Ist ein ganz anderes Spiel als so eben die beiden Achtelfinals, als wir das 5-3 der Schalker gegen Bielefeld gesehen haben. Und natürlich das 7-6. Oh, das war ein nötiges Foulspiel. Ein Schubser gegen die Bande, aber Freudenberg hat es gut überstanden und Eugen Fritz
im Smalltalk gelöst. Der Ball ging ans Hallendach. Freistoß für die Hamburger. 5 Minuten noch. Es wird gleich noch Fahrt aufnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Alles andere wäre kurios in so einem Viertelfinale. Es geht um den Einzug. So den letzten 4 in diesem Turnier. Bisher noch norddeutsch-asiatisch kühl. Guter Abschluss hier, das 2:0. Und da haben wir wieder Babis Drakas. Die Stuttgarter Nummer 7 fühlt sich sichtlich wohl hier. Gut durchgetankt und dann ins lange Eck vollendet. Der Abschluss hier aber mal weit drüber. Vier Minuten 30 noch auf der Uhr. Nächste Chance für die Stuttgarter und das 3:0. Und da freut sich Elion Mamouti, der Zehner des VfB. Technisch fein gemacht. Dreieinhalb Minuten noch zu gehen. Die Tür zum Halbfinale steht ganz weit auf, erst recht, wenn dieser Abpraller jetzt reingeht. Nein, Pfosten. Abpraller jetzt aber im Tor. Das ist wieder Mamouti. 4:0. Deckel drauf. Und Bastian Reinhardt schüttelt den Kopf. Nicht wirklich begeistert. Da sehen wir, ja, den darf er machen. 3 Minuten. Vorentscheidung scheint gefallen. VfB Stuttgart erhält sich die Chance, die Trophäe zum 4. Mal zu gewinnen und damit leicht zu ziehen. Wir nutzen die Zeit, kurzen Überblick zu geben. Was erwartet uns gleich? Nächste Viertelfinale, wenn ich richtig mitgeschrieben habe. Köln gegen Leipzig, danach Hertha gegen Dortmund und dann schließen wir dieses Viertelfinale ab mit Mainz gegen Schalke. Also Köln-Leipzig, Hertha-Dortmund und Mainz gegen Schalke. Das unsere 3 nächsten Viertelfinals. Gerade Köln-Leipzig wird nochmal richtig rassig, richtig interessant. Beide Mannschaften gehören hier sicherlich zu den Turnierfavoriten. Hier das Foulspiel, klare Sache. Also zu Beginn der Aktion schon faul und danach wurde es ein klares Foul. Aber alles gut. Spiel über die Bande. Spiel auch weiter. Hamburg versucht jetzt nochmal den Anschluss herzustellen. Elijah Kran, der Nationalspieler. Nächste Attacke auf den Trainer, diesmal Heiko Gerber, den 46-Jährigen. Ja, 199 Bundesligaspiele. Aber auf den gehen wir dann im Halbfinale nochmal ein. Wir werden ja die Stuttgarter weiter hier im Turnier behalten. Nächster Freistoß für die Schwaben. Letzten Sekunden dieser Partie. Oh, den Abpraller, der geht nochmal über das Tor. Ja, die Hamburger, gehen wir kurz aufs Turnier ein. 2:1, sehr vielversprechender Auftakt gegen Bayern. Dann Leipzig 5:4 geschlagen, da war die Welt noch in Ordnung. Dann das 1:2 gegen Schalke. 0:5
heute Morgen gegen den BVB. Gegen Frankfurt gab es nochmal einen 4:3-Sieg. Und jetzt zum zweiten Mal in diesem Turnier wohl ohne Torerfolg. Und mit 4 Gegentoren. Ungewohntes Gefühl in der Liga, der Tabellenführer der Regionalliga. 40:12 Tore spielen, eine grandiose Saison, die U16 des HSV. Und haben auch hier wirklich einen guten Eindruck gemacht, natürlich mit Hängern, aber auch tolle Spiele gezeigt. Wie gesagt, das 4:3 gegen Frankfurt, das 5:4 gegen Leipzig vor allen Dingen, waren schon tolle Spiele bei. So, gibt es hier noch Nummer 5? Nein, das war's. Herzlichen Glückwunsch, VfB Stuttgart, zum Einzug ins Halbfinale und vielen Dank an den Hamburger Sportverein. Wir sind gleich zurück mit Köln gegen Leipzig. Wir gehen in die Werbung. Ich hab's.